Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, immer wieder muss ich an meine erste Reise ins Heilige Land denken. Es war die erste und die interessanteste und von allen darauffolgenden auch die nachhaltigste. Eine Station, zu der uns der israelische Reiseleiter geführt hat, war Megiddo, eine mehrere tausend Jahre alte kanaanäische Stadt. Ihr eschatologischer Name, Harmagedon, bezeichnet den Ort, an dem nach dem Zeugnis der Offenbarung des Johannes der letzte Kampf am Ende der Tage zwischen den Heeren Gottes und denen des Satans stattfinden wird. Als geografische Stätte vielsagend nur noch für die Archäologen, für den Touristen ein Ruinenhügel mit vielfältigen Ausgrabungen, mehr oder weniger nichtssagend. An einem Tag, an dem wieder einmal ein sogenannter Vergeltungsschlag von sich reden machte, hat uns der Reiseleiter die Gestalt einer Krippe erklärt. Eine Art Futtertrog auf Brusthöhe, offensichtlich für Pferde gedacht, aber scheinbar ideal dafür geeignet, ein wenig ausgepolstert, ein kleines Kind, ein Neugeborenes aufzunehmen. Vor Ungeziefer und sonstigem Getier, das auf dem Boden herumkriecht, geschützt, für die Mutter aber leicht zugänglich, um das Kind zu stillen, ohne es zuvor etwa vom Boden aufheben zu müssen. Mir ist keine Überlieferung bekannt, die die Geburt unseres Herrn in dieser Ruinenstadt ansiedelt, wenngleich sie gar nicht so weit entfernt zwischen Nazareth und Jerusalem gelegen ist, aber mehr als geeignet, über die Menschwerdung Gottes, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus nachzudenken, ist sie schon. Eine Ruinenstadt, die wohl schon in früherer Zeit nur mehr eine bessere Steinwüste war. Aber gerade ein solcher Ort kann uns noch mehr aufgehen lassen, dass unser Herr sein Gottgleichsein aufgegeben hat, um in die Unbehaustheit und Gefährdung unserer Welt einzutreten. Eine Landschaft von der Art, wo die Militärkolonnen unterwegs und zugleich Hunderttausende auf der Flucht sind. Aber so bedrängend die Szene, so unwirtlich der Ort, wann und wo auch immer, von Anfang an hat Gott seine schützende Hand über den Menschensohn gehalten. Schon bei der Ankündigung seiner Geburt an Maria und Josef, unmittelbar nach der Versuchung in der Wüste, und in der Stunde der Entscheidung in Gethsemane. Der ganze irdische Weg unseres Herrn ist von Engeln begleitet, bis seine Stunde gekommen war. Von denselben Engeln, die den Hirten seine Geburt im Stall verkündet haben. In unser aller Unbehaustheit und Gefährdung, Unsicherheit und Angst hinein, zur Ehre Gottes und zum Frieden auf Erden. Den Menschen seines Wohlgefallens, also ausnahmslos allen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, darum wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Fest der Geburt unseres Herrn und Gottes reichen Segen für das kommende Jahr. Wir sind nicht mehr allein. Ja, wer glaubt, ist nicht allein. Bleiben Sie behütet von Gott und seinen heiligen Engeln.